Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Leichendorf, allerdings nicht zum Fahren, also auch zum Fahren, aber wir wollen heute ein Vergleichsvideo zwischen meiner GoPro Hero 7 Black und einer 25 Euro Billo-Kamera drehen, um mal zu schauen, langt so eine Billigkamera hier oder sollte man doch das Geld in die Hand nehmen und sich eine gescheite Kamera kaufen. Das finden wir in dem Video heraus. Einfach mal so Stabilisierung, Weitwinkel, Tonaufnahmen, Bildschärfe. Die Hero 7 kann maximal 4K 60 FPS. Die kann Full HD 60 FPS. Ich werde natürlich mit beiden Kameras in der höchsten Auflösung filmen, weil das halt das Maximum ist, was die können. Und genau, die GoPro hat auch mehrere Weitwinkeleinstellungen und die hat das alles nicht. Also genau, man kann die Kamera, soweit ich weiß, noch nicht mit einer App verbinden oder so. Die GoPro schon. Ja, heißt, ihr müsst dann die Billigkamera, die SD-Karte irgendwie in den Laptop reinschieben und dann rüberziehen. Ist ein bisschen umständlicher, geht aber genauso. Habe ich auch 4 Jahre lang gemacht. Genau, ich würde sagen, erster Test, ich schneide mir beide Kameras auf den Helm und dann fahren wir mal die kleinen Tablelights. Runde Nummer 1 mit der Billigkamera über die kleinen Tables. Dann wir schauen jetzt mal, wie gut die sich im Vergleich zur GoPro schlägt. Let's go. Wow, der war am Set. Bin auch auf den Ton gespannt. Und jetzt mit der GoPro. So, jetzt mit der GoPro, also 4K, 60 Bilder in der Sekunde und Weitwinkelobjektiv. Und der Hypersmooth Stabilisierung, was glaube ich die Billigkamera auch nicht hat. Gleiche Line würde ich sagen. Let's go. Jo. Hallo Kamera. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Billigkamera ein bisschen leichter ist als die GoPro. Aber jetzt ist mega dran mit einer coolen Aufnahme für mich. Gleich jetzt nochmal mit der GoPro. Letzte. Jo. Also beide Kameras laufen und jetzt Detailreichheit. Ich werde mit beiden Kameras auf den Tricksprung zoomen, während ich ihn springe. Bedeutet, da sieht man mal, wie detailreich die Kamera ist. Beide in der höchsten Auflösung. Let's go, würde ich sagen. Jetzt habe ich mir die Kamera mal auf den Kopf geschnallt, um mal, was ist das, Bonerloch? Ja, wir fahren Bonerloch im Tricksprung und da muss man ja sehr schnell sein, bedeutet, jetzt können wir auch mal testen, wie gut die Mikrofone sind. Ich habe die Billigkamera auf dem Kopf, wer die Unterschiede immer noch nicht erkennt. Genau, gerade wäre ich fast abgerutscht, ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht mehr. Funktioniert. Beziehungsweise, ich habe jetzt nicht gesprochen, aber halt anhand der Windgeräusche kann man das auch ganz gut feststellen. So, ihr kennt das gleiche Spielchen nochmal mit der GoPro. Jetzt könnt ihr da einmal schauen, wie arg der Wind da rauscht. Ich denke, das wird ein bisschen deutlich besser sein. Genau, am Ende kommt dann natürlich auch noch ein Fazit zu den zwei Kameras. Genau, jetzt wieder konzentrieren. Also nochmal zum Fazit von den zwei Kameras. Wenn man YouTube macht, würde ich definitiv mir das Geld nehmen, eine teure Kamera zu kaufen. Wenn man allerdings sagt, man nutzt die nur für einen Eigenbedarf, irgendwie, keine Ahnung, man will den ganzen Tag seine Abfahrten filmen, würde ich sagen, langt eine 25 Euro Kamera, weil wenn man selber die Videos anschaut und die verwackelt sind, stört es einen natürlich nicht so, wie wenn man auf YouTube rumwischt und dann, da ist ein Hund, und dann die Videos verwackelt sind, weil die schaut sich natürlich einer nicht sehr gerne an, aber
Man muss dazu sagen, der GoPro-Akku hält, keine Ahnung, 1,5 Stunden ungefähr. Der hält, keine Ahnung, ich glaube 6-7 Stunden. Also da kannst du halt wirklich den ganzen Tag im Bikepark filmen. Ich fühle mich beobachtet. Genau, muss dann am Ende jeder selber wissen, ob er sagt, er hat 250 Euro für eine, wow, für eine GoPro oder auch eine Insta360. Oder man sagt halt, man spart sich das Geld und kauft sich erstmal nur eine billige Kamera. Oder man filmt auch nur mit dem Handy, wenn man die Kamera nicht auf den Kopf macht. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Wenn dem so ist, lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Schreibt auch in die Kommentare, was ich mal noch so machen soll. Vielleicht auch mit der hier so anstellen soll, Wasserdichtigkeit, irgendwie sowas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.